Yo, ho. Hi, willkommen. Mein Name ist Daniel Röpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, wie man hört und sieht und ja, bestaunt bin ich hier in Weihnachtsstimmung. Wir haben nämlich den 1. Dezember und ja, ich habe mir gedacht, die DLCs hier entsprechend zu Weihnachten sind rausgekommen, deswegen Bams, erstmal alle geholt. Weil ich hab's ja. Und ja, angezogen und diesmal sind wir sogar perfekt angezogen hier fürs Monochland, nicht so wie letztes Mal. Und ja, ich habe mich auf der Suche gemacht nach Elises Haus. Was haben wir im letzten Part gemacht? Weiß ich gar nicht. Guckt im letzten Part rein. Jedenfalls denke ich, dass ich herausgefunden habe, wo sich Elises Haus jetzt befindet. Und ich kam mir ein bisschen blöd vor, ehrlich gesagt. Ich habe mir die letzten Aufnahmen angeguckt und es hieß im Südosten, irgendwo im Monnhochland, also hier. Aber hier habe ich alles umgedreht und nichts gefunden. Deswegen bin ich nochmal zur stillen Höhle gegangen. So ist sie doch, oder? Und oh Gott. Nee, habe ich jetzt keinen Bock. Du bist sowieso eins der ersten, denen ich begegnet bin, oder? Du müsstest gar nicht so viel geben. Wir übergeben uns jetzt zur stillen Höhle und ich könnte eigentlich mal die Weihnachtsklamotten hier zeigen. Also, warte hier, komm her. Bams. Verdammt. Leider keine Weihnachtslieder im Hintergrund. Bams. Und auf einmal ruckelt das Ding voll. Das ist nicht normal. So, Jude. Leia. Ja, Schneemann. Ding, 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 ding. Und dann Ron jetzt noch ganz schnell. Verdammt. Ja. Okay, hier sieht man ja alle. Ich finde, der Rowan sieht am besten aus. Sonst ist er irgendwie der Letzte, der irgendwie mit seinem DLC-Kostüm irgendwie gut aussieht. Aber das passt irgendwie perfekt zu ihm, finde ich. Okay. Ja, die Klamotten lasse ich jetzt erstmal noch eine ganze Weile an, weil wir haben jetzt Weihnachten bald. Also eigentlich nicht, eigentlich erst in 24 Tagen. In 23, wir haben ja den ersten. Hohoho. Und ja. Obwohl, die ganze Zeit lasse ich das doch nicht an. Aber für heute, ich habe mir vorgenommen, alle Nebenereignisse noch hier zu erledigen. Aber ich habe so gefühlt, schaffe ich nicht mehr, weil ich wollte eigentlich schon eine Stunde vorher aufnehmen. Aber dann habe ich dieses Haus gesucht und ja, dann habe ich das erst gefunden. Und ja, guck euch an, wo es ist. Hier ist noch. Das habe ich auch gemerkt. Und ja, ich wusste es. Es führt hier hin. So, wenn das jetzt nicht hingeführt hätte, dann wäre ich ganz schön, hätte ich ganz schön blöd dagestanden. So. Ich glaube, wir brauchen nur noch drei Beutegegenstände, dann kriegen wir auch wieder einen Titel oder eine Trophäe sogar. Weiß ich nicht. Aber wirklich, wir finden jetzt hier Elises Haus. Und ich sollte vielleicht mal aufleveln. Ich habe mich, keine Ahnung, noch umgeguckt in der. In dem letzten Gebiet, wo wir waren, also in Olympus, dieser eine Höhle, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt, da habe ich mich mal umgeschaut. Und nein. Ja. Oh, okay. Deswegen habe ich auch noch ein paar Beutegegenstände zu bekommen und ein bisschen die Lehen aufgelevelt. Also ich habe sie nicht aufgelevelt, aber wieder so kurz davor. Und ja. Oh, FP. Ein bisschen gelevelt habe ich nebenbei auch, aber nur so ein Level, glaube ich. Ich glaube, ein oder zwei Leute haben zwei Level. Ich weiß sowieso nicht mehr, was ich hier auflevel. Ich tue hier nur kreuz und quer jetzt nur noch die Sachen aktivieren. Bringt es eigentlich nicht mehr so. Elise! Engelsruf. Wahrscheinlichkeit wieder zum Leben. Okay, ja, das war gut. Das möchte ich haben. Vitalität. Ja, irgendjemand hatte noch zwei, ne? Okay, dann habe ich mir das nur eingebildet. Dann habe ich Sachen gesehen. Sie hat nur so wenig Stärke. Und, kommt mir Spanisch vor. Ja, und du hast noch nicht dein Dingens, dein drittes Ding voll. Und du auch nicht. Was ist das denn? So, wo kommen wir jetzt hin? Nördliche Abzweigung.
Vor allem, wir hätten eigentlich schon viel früher hingehen können, oder? Oder auch nicht. But I don't see a house anywhere. It's been 10 years. It could easily have fallen apart by now. Okay, dann konnten wir doch wahrscheinlich erst jetzt hingehen. No, this is it. This is where my house used to be. You sure? Ah, okay. Elise's flowers. Ja, sie heißt ja Lotus mit Nachnamen, oder? So your house really was here. It's okay. Ist auch eine Anspielung, oder? Thank you, everyone. I feel a lot better now. Thibaut. Ja, fühle ich mich auch besser. That's what they called them. Couldn't tell you why though. Jude, what are these flowers really called? Are they native to this area? They look like princessias. Normally you don't see them in a place like this. Her parents must have planted them back when they still lived here. And don't all flowers have some hidden meaning behind them? Yeah. I can't really help you with these though. They mean priceless treasure and a long and happy life. This may be a stretch, but these flowers may represent what your parents thought of you, Elise. At least, that's what I'd like to believe. Mother. Oh, nee, nicht weinen. I'm impressed that you put that together. You shouldn't be. After all, you were the ones who taught me what it means to be human. So, hi. Was macht ein Drache hier in dem Blumenfeld von Elise? Wir haben eine Prinzessin bekommen, was? Die Notration von Elises Eltern, würde ich mal sagen. Prinzessin, eine Blume, die Erinnerung an Elises Eltern weiter. Sie wächst um Elises Haus herum. 5000 Punkte, was? Ich denke mal, das gilt auch alles in den bis zum Endstand hier. Wird auch alles hinzugezählt, die Punkte, nehme ich mal an. Also für den Gradshop. Falls ihr keine Ahnung habt, von was ich rede, auch gut. Mich nehme ich auch nicht. Aber am Ende spielt wir mal ja sehen. So. Ich muss jetzt bald wieder. Beutekünstler. Yes! Stop, nein. Nehmen, nehmen. Und ein mysteriöses Juwel. Und Beutkünstler. Yes. Und wir haben noch ein Juwel gefunden. Wie viele Bomben waren nochmal? Ein oder zwei? Ne, nicht ein. Ein braucht man auf jeden Fall nicht. Vier, oder? Ne, sechs. Weiß ich nicht. Puh, keine Ahnung. Gucken wir mal hier. Nein, hier. Beute. Gibt's da noch mehr? Oh, okay. Wir brauchen noch einen Piratenschatz. Also bald haben wir ja alles von allen. Finde ich schön. Eine Truhe. Ja, in ruhig wichtigere Sachen drin sein können. Bussardkralle. Ma. Wir kämpfen nicht dort, wo in dieses Haus stand, Mann. Bah. Warte mal, wo war hier? Zack. Na, Tipo. Könnt mir doch nichts mehr, Mann. Mann, der Kampf sollte sich um Lise und Jude drehen, Mann. Warum hört denn hier niemand auf das, was ich sag? Ja, mehr gibt's ja nicht. Warum laufen hier immer noch Soldaten herum? Jetzt aber hier kommen wir wieder ganz zurück. Na gut, was wollten wir denn dann noch, Mann? Ich wollte nach Olympius. Wir wollten zur Rusal Höhenstraße, da war das, glaube ich, irgendwo. Wo wir so ein goldenes Klee finden konnten für im Austausch für ein paar peinliche Geschichten für Elvin. Ja, es werden weniger. Hier. Wenn sie sich in Gold. Wenn sie sich. Ja, hier steht da noch nicht mal. Da, doch, da. Suche in der Rusal Höhenstraße nach Goldklee. Warte mal, irgendwo am Wasser haben die doch gesagt. Mann, wieso erinnere ich mich noch daran? Ich weiß nicht, was dem letzten Part passiert ist, aber an so weit erinnere ich mich. Das ist wunderschön.
So, ich hoffe wirklich, der letzte Piratenschatz ist jetzt nicht eine Dingens, eine ein mysteriöses Juwel. Weil wäre ein bisschen blöd. Obwohl, wir haben ja noch bestimmt nur eine letzte Dungeon vor uns, ne? Also in diesem Dimensionsriss, meine ich. Deswegen glaube ich jetzt noch nicht, dass wir... Vielleicht, wenn wir noch nichts verpasst haben, dann bin ich gut. Also etwas Wichtiges jedenfalls. Ich bin wirklich genau hier durchgegangen, muss man ehrlich sagen, ne? Hm? Ja, ich bin der Größte, ne? Da müsst ihr auch zugeben, oder? Okay, war hier denn überhaupt irgendwo mal Wasser? Also ich werde jetzt bestimmt nicht jeden einzelnen Beutegegenstand hier nochmal durchgucken. Also Dämonenaugen, davon habe ich ganz schön viele, wenn ich mich nicht irre. Habe ich aber in dieser einen Mine wieder gefunden. Wo wir gegen dieses Teufelsbiest gekämpft haben. Da hätte ich vielleicht noch nachgucken sollen, verdammt. Da hätte ich vielleicht noch hier dieses Gebiet abklappern sollen. Wie ich mich kenne, ich habe das sowieso hier irgendwie verpasst. Weil mich war ja schon richtig bei Elises Haus, nur dieses verdammte Loch habe ich nicht gefunden. Wahrscheinlich ist da, wo wir gegen Teufelsbestien kämpfen müssen, auch irgendwie so ein Loch, wo ich reingehen muss. Weil wir waren ja auch am richtigen Ort eigentlich. Er hat ja gesagt, geh da und dahin, da weiß ich jetzt nicht mehr. Und ey, da hinten ist doch was schon. Hey, geil. Is this a light leaf clover? Wir sind passend gekleidet übrigens. Das ist Gold. Ja. Balin told me these things were extinct. Extinct? You thought they were extinct and let us bet anyway? No, I just well, yeah, basically. Well, all's well that ends well. It's a miracle. Das war ganz schön blöd von dir, Alvin. Entirely different world and this is what qualifies as a miracle to you? Damn. Ja, ich hab's mir irgendwie gedacht. It looks like we missed one. You there? Hand over that clover if you know what's good for you. Da ist auch noch eins. Who the heck are you? We found this fair and square. If anyone else finds a clover, we lose our bet. If you won't hand it over, we'll take it by force. Was? Habt ihr auch mit Balin gewettet oder was? Ich meine mit Jade Curtis. Damn. Kann ich auch mal angreifen? Danke. Na warte, jetzt kriegt er eins auf die Fresse. Ich glaube, Spinne. Joink. Boah, ich komme ja nicht mal ein einziges Mal zum Angriff. Ich glaube, es hakt. Tschüss. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Natürlich ist die Leiste jetzt vollkommen weg. Ich sehe nichts. Wer ballert denn hier schon wieder rum? Ah, oh Gott. Der Pixie-Zirkel ist schon immer so klein. Ha. Ein Schmankerl. Ein schmanker Kerl. Why would they just attack us like that? And what did they mean about a bet? Wait a minute. Do you know something? Best not to talk out here. Let's go back to Balin's. Yes. Now we get to hear an embarrassing story about Alvin. This is why I hate gambling. Ein Goldkebat. Haben wir dafür auch wieder Punkte bekommen? Nö. Hey, aber kein vierblättriges. Das wäre noch richtig geil. Ein vierblättriges Goldkebat. Und wieder zurück zu Balin. Ja, ich hab's verstanden. Bring the light leaf clover back to Balin. And then we get our story. This is gonna be good. Ihr müsst mir halt nicht sagen, nachdem ich jetzt hier schon. Ach, egal. Soll ich die Shops hier noch nebenbei auf. Ballern? Nee, mach mal am Ende des Parts. Langsam habe ich mich irgendwie auf 20 Minuten Parts festgelegt. Bin ich falsch. Ja, das ist, ja. Schön, oder? Finde ich jedenfalls. Was wenigstens mehr. Ich habe schon irgendwie, ich habe mir noch kein Let's Play von Tales of Xillia angeguckt, aber
Ich habe auch ein, zwei Let's Players abonniert, die auch schon Tales of Xillia gespielt haben. Die haben irgendwie nicht nur das Projekt viel schneller erledigt wie ich, weil ich spiele das Spiel ja schon seit Release und hab irgendwie jeden Tag ein Part oder so bis jetzt hochgeladen oder zwei und habe 200 Parts und einige haben das in, keine Ahnung, 60, 70 Parts schon hinter sich gebracht. Wie gesagt, habe ich natürlich nicht reingeguckt, aber ja, will ich mich ein bisschen bescheißt, ehrlich gesagt, wo muss ich überhaupt hin? Hier. Da frage ich mich, wie schnell rasen die Leute hin durch das Spiel? Da stellt sich nur heraus, die haben auch 100% oder so gemacht. Also, ja. Hi Jade. Holy fuck! If we'd have bet money, you'd have made a killing. All right, make with the embarrassing stories. Oh well, a bet's a bet. Which one are you going to tell them? Let's make it the one about this very Clover. When Alvin was 5 years old, he wanted to do something for Aunt Leticia's for his mother's birthday. He came up with the idea of giving her a crown made entirely out of light leaf clovers. Sounds like that could be difficult. Right. Even back then, they were quite hard to find. So little Alvin thought long and hard about what to do. After a lot of thought, he came up with the idea of painting regular clovers the color of light leaf clovers. That's brilliant! Is it? He gave it to Leticia before the paint was dry, and she ended up getting it all over her hair. Alvin was even more surprised at this than Leticia was, and he started bawling his eyes out. Out of habit, he buried his face in her hair as he tried to apologize, and ended up getting paint all over his face too. The end. Whoa. So cute. That was a wonderful story. You really loved your mother, didn't you, Alvin? I'll get you for this, Balin. Oh, talking about Leticia has put me in the mood for one of her peach pies. Oh, they were absolute perfection. I'd give anything for one more bite, but unfortunately, it's... Lass mich raten. Balin, you hang on to those memories. She may never have made it back to Olympias, but at least we can keep her memory alive. Even if you asked me to, I could never forget about her. Or about you, naturally. I'm glad I made it back. Okay. Dann war es auch erledigt. Was das oder? Ha! Die letzten fünf. Damit fortkann Dala, das machen wir noch. Ich werde wahrscheinlich ausgesehen das Juwel mal abgeben, um zu gucken, wie viele noch was brauchen. Und ja. Würde ich sagen, damit hätten wir auch alles in diesem Part erledigt. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen die Shops aufleveln. Boah, ich werde viel zu stark sein für den finalen Kampf. Und das Kolosseum, da müssen wir ja auch noch rein. Yeah, hey! Boah. Aber da werde ich nur so lange weiterkämpfen, bis ich sehe, die Gegner sind viel zu stark und hochtrainieren werde ich dann bestimmt nicht, um die zu erledigen. So, was haben wir denn hier? Machen wir. Ich meine, ich habe ganz viele. Ja, man sieht schon. So, ein Level. Ne, zwei Level. So, drei, vier, fünf. Wow. 3 Gin 75. So, nächste Fisch. Ja, solche langweilige Sachen müssen natürlich sein. Ha. Aua. Auf meinem Fuß hier irgendwie. Und hier noch ein bisschen, davon hat man glaube ich auch viele. Und jo. Schön. Ganz Reißzahn. Kommt irgendwie bekannt vor. Da gab es noch ein Graces, ne? 2, 3, 4, 5, 2. Ma. Ist doch nicht, warum bekomme ich hiervon nur so wenig? So. Ach ja, weil ich dafür nichts mehr bekommen. So. Und was habe ich denn jetzt nicht? Das hier habe ich noch nicht, ne? Gleich 20 Minuten.
Königsschwanz. Wow. Blaue Sephira. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und dann machen wir nächstes Mal. Ja, weiß ich nicht. Mit der Heliobock-Festung. Heliobock, Fort Gandala. Oder hier, weil hier habe ich keine Ahnung, was ich machen müsste. Ich werde wahrscheinlich erstmal das Juwel abgeben und dann gucken wir mal. Also dann, bis zum nächsten Part. Tschüss!